Hier zeige ich euch den Plattstich. Beim Plattstich gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Er wird einfach hin und her gestickt. Es ist auch relativ egal, ob du von da nach da, von da nach da, von links nach rechts. Wichtig ist nur, dass du nachher am Ende eine möglichst glatte und flache Optik hast und die Stiche alle schön dicht beieinander liegen. Ich fange hier auch in der obersten Spitze an meines Motives, sticke zum Zentrum und komme nun hier oben wieder raus. Und arbeite mich jetzt so Stückchen für Stückchen an meinem Blütenblatt entlang, immer ein bisschen versetzt.